Hey und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Herz und Seelen Tarot. Heute gibt es, wie der Name natürlich schon des Orakels sagt, ein Entscheidungsorakel. Und zwar werde ich hier das Entscheidungsorakel-Kartenset nehmen und dazu natürlich gerne noch gleich ein paar andere Kartensets. Aber zunächst fange ich hier auch mit der Botschaft an. Wir schauen mal, was dieses Entscheidungsorakel heute sagen möchte. Vielleicht hast du gerade offene Entscheidungen, vielleicht hast du für dich eine Entscheidung getroffen und bist dir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Und da schaue ich jetzt einfach mal, ich mische jetzt einfach schon mal die Karten. Und bereits die erste Karte ist gefallen, nicht alles muss immer nach Plan laufen. Oft ist es sogar mal ganz gut, wenn etwas anders verläuft. Vielleicht bist du in einer Situation, wo es plötzlich anders gekommen ist, als du erwartet hast. Vielleicht hast du, Vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise wolltest etwas tun und das hat nicht so richtig geklappt, beziehungsweise es ist anders gegangen. Aber hier, mit dieser Botschaft sehe ich hier, du solltest es so machen, auch wenn es vielleicht nicht nach Plan war, auch wenn du einen anderen Plan hattest. Am Ende wird das wirklich positive Folgen für dich haben. Am Ende, wenn ein wenig Zeit vergangen ist, wirst du merken, das war jetzt richtig so. Es sollte jetzt so kommen, damit du jetzt, ja, wie es auf der Karte draufsteht, auf die Plätze fertig losgehen kannst. Damit du losgehen kannst, etwas Neues erschaffen kannst. Und was haben wir hier? Genau, die letzte Botschaft, die auch hier noch gesagt werden möchte. Lass es sein. Wie die Beatles schon sagten, let it be. In manchen Situationen ist das auch wirklich das Beste, was man machen kann. Ja, auf die Plätze, fertig, los, loslassen. Lass es jetzt gut sein. Akzeptiere erst einmal die Situation, wie es gerade ist, auch wenn es nicht richtig nach Plan gelaufen ist. Es wird dir am Ende helfen, damit du etwas abschließen kannst. Und wenn du gerade keinen Job hast, wenn es gerade in der Liebe nicht gut läuft, sollte es jetzt für dich so sein, damit du loslassen kannst, damit du hier ein gewisses Thema, ein Problem oder eine Unsicherheit, vielleicht auch eine Angst loslassen kannst. Wenn es jetzt hier um die Finanzen geht, wenn da irgendetwas mit vertraglichen Angelegenheiten nicht geklappt hat, wenn vielleicht etwas ja nicht so richtig geklappt hat, wirst du am Ende glücklich sein, denn es sollte so sein. Das solltest du jetzt so tun, beziehungsweise vielleicht hast du auch jemanden etwas geschrieben und im Nachhinein bereust du es. Nein, es wird am Ende gut sein. Es klingt vielleicht im ersten Moment nicht gut, wie die Karte hier sagt, aber oftmals kommt es ganz anders, als man denkt, damit man hier auch gewisse alte Strukturen noch lösen kann, altes Innerliches für sich lösen kann oder gewisse Personen auch loslassen kann. Das spüre ich hier vor allem, dass es so sein sollte, damit hier jetzt ein neues Zeitalter, eine neue Transformation stattfinden kann. Sehr, sehr passend auch, jetzt war vor ein paar Tagen der 11.11. und das ist natürlich auch passend. Ein neues Zeitalter, eine neue Tür, die sich öffnet, eine neue Chance. Da schaue ich jetzt einmal auch mit den The Secret Key Cards noch nach. Mal sehen, welches Geheimnis uns die Karten noch über diese Botschaft, über diese Entscheidung ja, sagen wollen. Was soll hier sein gelassen werden? Okay, wir haben hier bereits schon Botschaften. Was ist zuerst gefallen? Wir haben hier, okay, die erste Botschaft ist hier der Schwimmer. Vielleicht bist du selber gegen den Strom geschwommen, vielleicht hast du selber immer wieder etwas probiert, hast versucht Aufmerksamkeit zu bekommen, hast hier auf jeden Fall Anstrengungen benötigt, warst sehr fleißig, vielleicht fleißig auch und verlässlich auf der Arbeit, aber es wurde nicht toleriert, es wurde nicht geschätzt, so wie du geschätzt sein solltest.
Schaue deshalb genau hin, wirst du so geliebt, wirst du so akzeptiert, wie du bist, oder läuft hier gerade etwas nicht nach Plan? Wenn hier etwas nicht nach Plan läuft, dann soll es in dem Moment so sein, denn das wird dich ja aufrütteln, das wird dir dabei helfen, etwas loszulassen, beziehungsweise auch mal selber zu überprüfen, schwimmst du in die richtige Richtung oder ackerst du wirklich zu viel in eine Richtung hinein? Denn schaut mal, die beiden Personen gehen hier in eine Richtung. Aber das Ganze sorgt nur dafür, dass man die Realität ablehnt. Das Ganze sorgt dafür, dass man Scheuklappen hat, in gewisser Weise etwas nicht sehen will. Und du hast jetzt die Chance, mit einer Entscheidung, die du triffst, etwas Gewisses loszulassen. Eine Person, vielleicht tatsächlich hier auch jemand, der die ganze Zeit nur andere Dinge im Kopf hat, der die ganze Zeit versucht, weg von dir zu schwimmen. Jemand, der tatsächlich hier auch insofern fleißig ist, aber insofern trotzdem nicht die Zeit für dich hat. Das soll in dem Moment so sein. Jemand, der zum Beispiel in Bezug auf deinen Herzmensch, wenn er gerade super viel auf der Arbeit zu tun hat und du dich fragst, warum ist das jetzt so? Es muss in dem Moment so sein. Es soll in dem Moment so sein, damit du auch wieder für dich auf dich selber schauen kannst. Wo versuchst du jemanden hinterher zu rennen? Wo bist du vielleicht noch nicht im Einklang mit dir selber? Für den einen oder anderen kann es dazu führen, dass man hier bereits schon viel zu lange irgendwie auf etwas gewartet hat. Oder tatsächlich man auf etwas wartet. Hier zeigt sich natürlich auch ein möglicher Vertrag, auf den man wartet. Oder ich bekomme hier auch Impulse im finanziellen Bereich, dass man hier auf etwas wartet. Irgendetwas steht hier still. Das kann für dich etwas in der Liebe sein oder natürlich auch im beruflichen oder tatsächlich vielleicht für dich auch mit deiner Wohnsituation. Deshalb schau da nochmal genau hin, was darfst du verändern in deinem Leben, wo läuft etwas nicht nach Plan und nutze diese Möglichkeit, wenn etwas nicht nach Plan läuft, so zeigt es hier auch die Karte, nutze die Energie jetzt für eine Veränderung. Hab den Kampfgeist, etwas Neues anzufangen, hab den Mut, tatsächlich auch hier etwas Neues zu empfangen. Erst wenn du etwas Altes loslässt, dann kommt es hier auch wieder zu Vereinigungen. Dann kommt das in dein Leben, was zu dir kommen soll. Dann entsteht etwas Neues, eine Geburt, ein Neuanfang. Jemand wartet hier auf die Nachricht, dass es zum Neuanfang kommt. Jemand wartet hier auf jemand anderes, aber er oder sie schwimmt gerade in die andere Richtung. Deshalb ist es hier jetzt so in diesem Video, du wirst dazu aufgerufen, die Situation gerade aktuell, wahrscheinlich auch im finanziellen Bereich, soll gerade so sein. Da ist gerade Stillstand. Aber dieser Stillstand ist jetzt da, damit du auch wieder neu anfangen kannst und eine neue Chance bekommen kannst. Mit dem Roulette haben wir natürlich auch die 50-50 Chance. Und ja, dass man jetzt ein Risiko eingeht, gewisse Themen loszulösen, auch wenn es weh tut. Ich sehe sogar hier auch die Chance, wenn man hier ein gewisses Thema abgeschlossen hat. Muss nicht nur in der Liebe sein, kann auch tatsächlich etwas anderes betreffen. Aber dass es dann sogar hier auch in der Liebe Fortschritte und eine neue Chance geben wird. Hier zeigt sich auf dieser Karte auch das Kleeblatt. Und das steht für mich auch für das Glück. Hier möchte eine große Liebe kommen. Hier kommt eine Herzensentscheidung. Versuche diese Entscheidung von Herzen zu treffen. Höre auf dein Herz. Hast du hier tatsächlich die Augen verschlossen, die Realität abgelehnt? Wartest du auf etwas vergeblich? Bist du hier in irgendwelchen Abhängigkeiten von jemandem, der aber dir nicht das geben kann, was du verdienst? Schaue da jetzt genau hin und löse dich von diesen Themen, damit dann das in dein Leben kommen kann oder neu gestaltet werden kann, neu geboren werden kann, was auf jeden Fall zu dir gehört. Denn die Anfangsbotschaft lautet ja,
es soll jetzt nicht alles nach Plan laufen, auch wenn jetzt gerade irgendwo ein Stillstand kommt, auch wenn du jetzt plötzlich die Wohnung, die Arbeit verloren hast, wenn du plötzlich kein Geld mehr bekommst, wenn du etwas nicht geschafft hast, wo du denkst, du hättest dir gerne gewünscht, dass du jetzt das und das bekommst. Schaue aber genau hin. Das sollte jetzt in dem Moment so sein, auch wenn es im ersten Moment nicht gut klingt. Am Ende wird es gut werden. Am Ende wird es positive Folgen für dich haben. Ihr könnt es ja auf der Karte lesen. Also die positiven Folgen. Wenn du hier erstmal etwas loslässt, okay, ich sollte hier die Gerichtskarte noch zeigen, kommt hier eine offizielle Entscheidung, wenn du diese Entscheidung für dich selber getroffen hast, kommt hier auch im Außen wieder etwas Wunderschönes, Neues auf dich zu. Also, das kann hier tatsächlich auch in der Liebe sein. Das kann hier etwas Neues sein, was entstehen möchte. Aber gewisse Themen, auf die du hier lange gewartet hast, ich bekomme hier auch die Impulse, du hast hier vielleicht sogar auch auf etwas schon über ein Jahr lang gewartet, beziehungsweise du selber versuchst immer wieder dahinterher zu gehen. Kommt da jetzt was? Kommt da jetzt was? Kommt da jetzt was? Nein, jetzt entscheidest du dich, es darf jetzt gut gelassen werden. Es darf jetzt losgelassen werden, damit hier auf jeden Fall etwas Neues entstehen kann. Und das Neue kündigt sich hier bereits in diesem Orakel schon an. Also freu dich darauf. Etwas Neues möchte hier jetzt ja wirklich in noch diesem Jahr kommen. Also entscheide dich jetzt dafür, es fließen zu lassen. Löse dich von alten Themen und beginne jetzt etwas Neues für dich. Denn hier möchte mit der Geburtskarte bereits mit dieser Ankündigung sogar in der Liebe etwas Großartiges für dich passieren, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, das Thema gut sein zu lassen und einen Haken dran setzt. Ja, also mit diesen Worten wünsche ich dir jetzt offene Augen, entscheide dich für dich und es sollte jetzt alles so passieren, meine Lieben. Ich wünsche dir auf diesem Weg von Herzen alles, alles Liebe und schreib mir gerne dein Feedback in die Kommentare, schreib mir gerne, worum es gerade bei dir geht. Und wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, vielleicht sogar tatsächlich auch Interesse an einer Jahreslegung, wenn du mal schauen möchtest, was erwartet dich im nächsten Halbjahr oder was erwartet dich im nächsten Jahr, dann melde dich jederzeit gerne bei mir auch per E-Mail. Auch wenn du natürlich Interesse hast an einer Quick-Botschaft, gerne kannst du auch mehrere Botschaften bzw. mehrere Fragen bei mir buchen. Alle Infos dazu findest du bei mir auf meiner Webseite, Infos in der Videobeschreibung. Natürlich kannst du mich auch jederzeit persönlich per E-Mail kontaktieren und ich werde dir schnellstmöglich antworten. Also entscheide dich jetzt für dich und lass ein gewisses Thema los in deinem Leben. Du sollst hier etwas in deinem Leben loslassen, das kann in der Liebe oder natürlich auch in finanziellen Angelegenheiten sein. Also löse dich jetzt von diesem Problem, mach einen Haken dran, denn dann kündigt sich hier bereits schon auch etwas Neues in deinem Leben an. Nutze jetzt diese Chance.